Servus und hallo, willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich habe heute beim Aldi diesen Terrassenheizer entdeckt, den Polo 2.0. Und zwar war der auf 119 Euro runtergesetzt. Und ich habe die ganze Zeit bei mir in der Garage, wenn es also im Winter, wenn es kalt ist, und mir wegen so Glühwein trinken oder Bratwürste, dann habe ich immer, ich zeige es mal kurz, dieses Teil hier gehabt, kennt bestimmt der eine oder andere von euch. Und zwar ist das so ein normaler Gasheizer. Und da habe ich halt immer das Problem, dass ich da die Gasflaschen nicht drunter stellen kann und dass die Wärmeverteilung nicht so optimal ist. Hat aber so all die letzten Jahre gut seinen Dienst getan. Jetzt hatte ich diesen Terrassenheizer von Endres gesehen, habe mich mal ein bisschen informiert und der macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und für mich ist es wichtig, hier in der Garage, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe immer das Tor offen, nicht, dass einer von euch denkt, ich heize hier mit Tor zu, sondern bei uns ist vorne immer das Tor mindestens halb offen und wird ein bisschen die Garage geheizt, damit es beim Glühwein nicht ganz so kalt ist. Ja, und das ist jetzt hier dieses Modell von Endres. Und ich habe das heute mitgenommen und habe gedacht, ich packe das mal aus. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch auch interessant, wie das zusammengebaut wird, wie es dann funktioniert. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. So, für mich ist es auch ein Blindflug. Und zwar, ich habe das heute geholt. Ich packe das jetzt mal aus. Dann schauen wir uns mal an, was da alles drin ist. Ich hoffe natürlich, das ist kein Fehlkauf, dass das Ding ordentlich heizt auf der Terrasse. Und auch hier in der Garage. Dann schauen wir uns mal an, was da alles drin ist, wie das aussieht, wie das verpackt ist. Das ist eine Bedienungsanleitung. Okay. Ein Kästchen. Dann haben wir hier die Seitenteile, das lege ich mir auf Seite. Was gut dabei ist, ist auch eine Hülle. Brauche ich zwar hier in der Garage nicht, aber ist immer ganz gut, wenn sowas dabei ist. Jetzt holen wir mal die Brenneinheit raus. So, ich tue mal die Kiste weg. Dann schauen wir uns mal die Teile an, die da dabei sind. So, oben der Schutzkorb. Dann haben wir hier den Brenner. Mit dem Reflektorkopf. So. Ist da drin. Okay. Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Finde ich ganz gut. Die Edelstahlteile sind nochmal extra mit Folie überzogen. Natürlich nicht gut für die Umwelt, aber für den Transport, dass es keine Kratzer gibt etc., ist es ganz gut verpackt. Wie immer bei so Geräten eine Menge Müll. Wäre auch gut, wenn man das mal ein bisschen ändern könnte, weil es kommt ja gleich ab in den Abfall. Natürlich alles recycelt. Und jetzt werde ich mal kurz Bedienungsanleitung studieren und dann baue ich mit euch zusammen das Gerät mal auf und dann schauen wir uns, gucken wir mal, was da drin ist. Und dann schauen wir uns mal die Funktion an, wie das Ganze funktioniert. Okay.
Okay. Naja, ist ziemlich schwer. Da sind Schrauben, die Füße etc. drin. Das Teil ist nämlich rollbar, wenn die Flasche drin ist. Machen wir den Sack gleich mal auf. Ziemlich schwer. Ah ja, die ganzen Schrauben. Okay, sieht nach viel Arbeit aus. Ich bin mal gespannt, wie aufwendig das Ganze wird. Hier haben wir eine Anleitung. Und die sieht auf den ersten Blick erstmal eigentlich gut aus. Nicht wie diese chinesischen Dinger immer, sondern ist alles schön beschrieben. Die Bauteile, die man hat, die Nummern sind dabei. Und hier die einzelnen Schritte, wie das ganze Teil aufgebaut wird. Und das werde ich jetzt mal machen. Und dann schauen wir uns das mal fertig zusammen an. Sehr umfangreich, muss man sagen. Okay, Betriebshinweise, wie man das betreiben sollte, etc. Okay, dann legen wir mal los. So, dann fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Sieht dann so aus. Was ich gut finde, man kann eigentlich fast nichts verkehrt machen. Die sind so durchnummeriert. Da steht dann immer genau drin. Ich mache jetzt mal bei dem ersten Teil das, dass man das sieht. Die Teile, die man für braucht, und zwar die 20 zweimal. Jetzt haben wir hier, holen wir mal eine Schere. So, dann brauchen wir praktisch zweimal die 20. Dann die 23. Auch zweimal. Und dann die 26, auch zweimal. So, ich lege das mal auf Seite. So gut, dann fangen wir mit dem ersten Teil an. Und zwar, das ist die Halterung für die Räder. Hier machen wir hier eine Schraube durch. Stecken hier durch, dann kommt eine Sicherungsscheibe, dann kommt die Mutter drauf, na komm her, so, und dann mache ich so, ich mache gleich für das Rad die Schraube durch, hat den Vorteil, ich kann jetzt gleich die Schraube anziehen. Andersrum. So, das ist fest. Dann machen wir hier die Schraube wieder raus. Jetzt machen wir die andere Seite. Das machen wir genauso. Machen wir die Mutter drauf, ziehen sie fest, wieder eine Schraube durch. So, machen wir die Schraube wieder raus. Ups. Und jetzt können wir im nächsten Step, machen wir gleich Folgendes. Jetzt machen wir gleich das Bild 2. Und zwar, wir nehmen die Räder hier. Vorher habe ich hier die Deckel so runter gemacht. Die sind mit so Nasen so drin. Dann nehme ich so eine Distanzhülse, stelle das so drauf, mache von hinten die Schraube durch und mache hier den Sicherungsring und die Mutter drauf.
Dann nehmen wir uns einen Gabelschlüssel, machen es auf die Schraube. Na komm. Und ziehen das so fest. So, passt. Machen wir die andere Seite auch. Distanzhülse drauf. Jetzt habe ich es ein bisschen verschoben. Durchdrücken. Schraube rein. So durch. So. Und ziehen das auch an. Okay. Die andere Seite tun wir auch nochmal kontrollieren. Ja, fest. So, dann können wir das so drauf machen wieder. Und können das dann wie im Bild 3 montieren. So, jetzt kommt der vierte Schritt. Da brauchen wir die zwei Teile hier. Da empfehle ich natürlich, sonst kriegt man später nichts mehr runter, die Folie vorher wegzumachen, bevor man die Sachen zusammenschraubt. Jetzt mal zusammen. Und zwar, ich drehe es mal um. Und hier habe ich das so gemacht, die Schraube. Jetzt muss ich mal schauen. Okay, die Schraube kommt von hinten durch so. Dann kommt die Sicherungsscheibe. Und dann die Mutter. Na, Gruzzi, Fax. Komm her. Also, dann kommt die Mutter drauf. So, das war die erste. Und zwar schraubt man die nur die mittleren an. Sicherungsscheibe. Das ist jetzt, müsste eine Achternuss sein. Tun wir gleich mal rein, die Achternuss. Dann ziehen wir das an. So, ich drehe das mal. Sieht jetzt so aus, das sind die Scharniere. Und dann machen wir gleich mit dem Schritt 5 weiter. Ich räume aber erstmal das ganze Plastik weg. So, jetzt kommt der Schritt Nummer 5. Und zwar, die zeichnen es so, dass man es auf den Kopf stellt und dann oben festschraubt. Ich mache mir das aber ein bisschen einfacher. Ich lege das Teil einfach mal so hin. Und dann schnappe ich mir das mal. Und zwar wird es jetzt so festgeschraubt. So.
Nee, das funktioniert nicht, weil da kommt man nicht an die Löcher ran. War dumm gedacht von mir. Okay, also machen wir es so, wie es in der Anleitung ist. Wir drehen das mal um hier. Gut. Dann schnappen wir, ich hoffe, ich kriege das jetzt alleine hin. Dann schnappen wir uns hier das Teil hier. Nehme ich gleich mal eine Schraube mit. Die Schrauben so durch. Von hinten. Jetzt bräuchte ich die berühmte fünfte Hand. Aber ich mache es immer so. Ich mache das erste Mal mit einer Mutter nur lose fest. Handy muss auch noch gehen. So, jetzt mache ich einfach mal die eine Seite rein. Da können wir schon eine Sicherungsscheibe mit reinmachen. Ich zeige gleich, wie das aussieht. So, das war die Seite. Dann gehen wir mal darüber. Dann machen wir das hier rein. So. So, jetzt zeige ich mal, jetzt kann man das Ganze drehen. Jetzt kann man schön die Schrauben hier so reinmachen. So. Ups. Na komm. So, da haben wir sie drauf. Da fehlt mir noch die Sicherungsscheibe. Die machen wir noch schnell drauf. So, dann haben wir hier noch eine. Die machen wir dadurch. So, ich hole mal einen 8er Steckschlüssel, weil wie man sieht, mit der Nuss kommt mir da schwer ran. Das würde gehen. Ich mache das aber lieber mit dem Steckschlüssel. Fest. Gut. So, jetzt können wir das Ganze aufstellen. Dann wäre es der Fuß. Dann mache ich natürlich hier die Schrauben wieder fest. Gut. Und hier war sie, glaube ich, fest. So, das war jetzt der Schritt 5. Gut. So, jetzt sind wir bei Bild 06. Und zwar haben wir da so Distanzhülsen, 3 Stück. Die werden praktisch, ich zeige es mal so, das sind so Löcher drin, hier. Die werden hier so draufgeschraubt hier. Ich schraube sie noch nicht fest, weil gleich noch der Schutzkorb drüber kommt und dass man es noch ein bisschen ausrichten kann. So.
hier durch. So, jetzt kommt dieser Schutzkorb hier. Jetzt wird der Kopf hier so reingesetzt. Kommt so nach unten. Dann richtet man die Distanzhülsen so aus. Und jetzt mache ich gleich von außen die Schrauben drauf. Und dann schraube ich, die holen wir dann. Und dann schrauben wir erst alles auch runter. Na super. Heute wieder Falltag. Da ist er. So, also. Jetzt schraube ich die so leicht rein. Hier auch. So, und auf der Seite müsste noch einer sein. So, jetzt ziehe ich sie gleich fest und dann natürlich auch innen. So. So, jetzt nehmen wir noch einen Schraubenzieher, dass ich von innen das anziehen kann. Mal gucken, dass ich noch einen habe. Der ist jetzt rausgeflogen. Da haben wir noch einen. So, jetzt ziehen wir das beidseitig fest. Und die Seite hier auch. So, gut. So, jetzt ist der Korb zusammengeschraubt. Jetzt geht es mit Bild 7 weiter. Da bin ich jetzt am Überlegen, das Bild ich ein bisschen anders zu machen, wie die es hier abgebildet haben. Weil ich habe natürlich keine 5 Hände. Und zwar, ich versuche das mal lieber so zu machen. Ich lege das jetzt mal hier auf den Tisch so. Und dann schnappe ich mir diese Einheit hier so mit diesen Band, das gehört so nach hinten rein. So. Dann setze ich das mal so drauf. Und sicher hier schon mal eine Schraube, dass ich es euch dann besser zeichnen kann, nicht, dass es in die Hose geht. Was ich hier nicht so schön finde, ist, dass das Gewinde in Plastik sind. Das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann mal kaputt geht. So, jetzt machen wir es auf der Gegenseite auch so. Am besten drehe ich das mal ein bisschen. So, gut. So, jetzt komme ich besser ran, setze ich das so drauf. So, jetzt kommt die Schraube da rein. Na komm her, na. Na, das gibt's dann nicht.
ein wenig Spannung drauf. Hier. Super. Nehmen wir die hier. So. Jetzt hat er aber verloren. So, und jetzt drehen wir das Ganze so rum. So, und drin ist sie. Jetzt gibt es hier noch einen Griff, der gehört so rum. So, dann machen wir die Schraube rein. So, mal das Ding auf den Tisch zurückholen. Jetzt machen wir die andere Seite rein. Gut, dann drehe ich das Ganze wieder. Mache jetzt noch die Schrauben fest. Und so habe ich das einigermaßen hingekriegt, ohne dass es in die Hose gegangen ist. So, weil es ist halt alleine zu machen schon nicht so leicht. Und ich muss ja noch gucken, dass man es auf der Kamera gut sieht und einigermaßen mitkriegt, was ich da mache. So, jetzt stelle ich das Ganze mal auf. Jetzt machen wir mal einen ersten Blick. So, jetzt sieht das Ganze schon eher wie so ein Heizstrahler aus. Ich drehe es nochmal, dass man das sieht, wie das aussieht von hinten. Da ist der Griff, die Brenneinheit. Jetzt müssen wir uns das Buch nehmen. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt als nächstes, und zwar dieses Windschild oder Hitzeschild, was dazu dient, dass man praktisch einen gewissen Windschutz hat oder auch, dass man nur in eine Richtung die Wärme abstrahlt. Das kommt jetzt rein. Und zwar ist da hinten drin, ist hier ein Schlitz. Da fummelt man das so rein. Und jetzt muss man von dieser Abstandhalter hier reinmachen. Mit den Schrauben hier. Machen wir eine rein. So, dann machen wir mal die andere Seite rein. So, ich zeige dir mal, wie das funktioniert. Ich löse das mal. Wenn man da runter schaut, jetzt kann man praktisch hier mit beiden Händen das rauf und runter schieben. Jetzt hätte man hier praktisch so einen Windschutz zum Anzünden. Ich gehe mal mit der Kamera runter, dass man es besser sieht. Auf den Korb. So, wenn ich das jetzt so drehe, sieht man hier diesen Schutz. Und jetzt kann ich es hochziehen und kann es hier sicher. Und jetzt ist der Schutz da hinten drin und der würde gleichmäßig 360 Grad abstrahlen. So, das war jetzt das Bild 8. Als weiteres geht es jetzt weiter mit dem Bild 9. Das nächste, das ist also jetzt dieses Schild gewesen hier. Ich zeige es nochmal, dass man rauf und runter schieben kann und dass da ein gewisser Hitzeschutz ist. Gibt es noch ein zweites Blech, so ein Gegenblech. Es wird dann so eingesetzt, es hat hier solche Nasen. Die setzen wir mal hier so ein. Links und rechts. So, dann gibt es da oben so eine Distanzhülse. Die müssen wir jetzt mal reinschrauben. Ich mache das mal so, dass man das sieht. So. Jetzt von außen auch noch.
halte ich das mal so ran. So, ich schraube das mal fest. So, und so fest. So, mal schauen, sieht man es auf der Kamera gut? Ja, dann machen wir die andere Seite auch. Wird genauso festgemacht. Also. Einmal Distanz. Und dann hier noch die Schraube rein. So, dann ziehen wir das mal fest hier. Okay, der ist fest. So, und der ist auch fest. Jetzt haben wir praktisch zwischen Scheibe und diesen Windschutz haben wir hier, wenn man das so sieht hier, ne, wenn ich den so hoch mache, ist der praktisch da hinten dran. So einigermaßen geschützt. So, ich ziehe das mal fest. So, jetzt geht's weiter. Und zwar mit Bild 10. Das ist jetzt als letztes noch praktisch diese Distanzscheibe. Wo habe ich die hingelegt? So, ich habe jetzt mal, dass man das besser sieht, die Kamera ein bisschen verstellt. Jetzt kommt praktisch dieser Schutz da oben rein. Und zwar, der wird so reingedrückt. Da hinten ist eine Nase. Und na, komm. Mal gucken, ob er schon. Naja, da ist er schon drauf. Dann mache ich mal gleich die erste Sicherung rein. Schraub das mal fest. Auf jeden Fall ein bisschen etwas fest. So, und dann sind da vorne noch drei Schrauben. Ich sehe aber gerade, dass eine ausgespart wird. Warum auch immer. Ups. Wieder weg. Da unten. Laut Bedienungsanleitung reichen da anscheinend drei Schrauben. Und zwar die in der Mitte, laut Anleitung. Falls es einer nicht glaubt, da sieht man es. Die wird nicht reingemacht, sondern es wird nur die da drüben und hier links und rechts und die Mitte bleibt frei. Wahrscheinlich kommt da noch was, was da reinkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Anschlag für die Tür reinkommt oder ein Magneten oder was. So. Jetzt haben wir das auch fest. So, jetzt geht es weiter. Jetzt kann ich das ganze Teil umstellen. Ich lege das mal um. So, jetzt stelle ich den mal aufrecht hin. So. Im Bild der 10 unten kommt jetzt der vorletzte Teil. Und zwar jetzt kommt die Tür ran. Das ist jetzt relativ einfach, das noch zu machen. Das ist natürlich, wenn ihr noch jemand habt, der euch hilft, funktioniert das Ganze noch viel besser. Weil zu zweit erspart man sich viel Arbeit. So, dann mache ich das hier drauf.
wir das hier da. Na? Dann schrauben wir das gleich noch fest. So, und das ist jetzt eigentlich die Tür. Die wird dann hier so zugemacht. Jetzt würde er schon fertig sein. So, jetzt muss man natürlich noch eine Gasflasche reinmachen und den Druckminderer anschließen. Der sieht dann so aus. Der ist ja dabei im Lieferumfang. Da ist sogar ein Schlüssel dabei. Dann ein Sicherheitshinweis, dass man natürlich die Anlage abdrücken soll, dass sie nicht undicht ist. Ich mache jetzt mal hier den Druckminderer drauf. Und wie immer falle ich drauf rein, dass das Gewinde andersrum geht. So, ich ziehe das mal fest. So, der nächste Schritt ist jetzt, ich gehe jetzt auf den Boden, mache die Gasflasche rein und dann machen wir mal einen Probelauf. Und dann hoffe ich, dass alles funktioniert und dass das Teil gut geht. So, ich habe hier, dass man mal einen Größenvergleich sieht. Ich habe die mal nebeneinander aufgebaut. Der rechts ist mein bisheriger. Der hat eine Leistung von 8 kW. Der neue jetzt hier, der Enders, hat eine Leistung von 6 kW. Aber ich hoffe mir durch die Anordnung vom Brenner, dass der mehr in Tischnähe ist, dass es einfach angenehmer ist vom Heizgefühl. Ich werde jetzt mal eine Flasche reinmachen und dann werde ich mal gucken, welchen Test machen. Ich mache natürlich die Garage auf, was man immer machen muss. Man darf also solche Geräte niemals in einem geschlossenen Raum betreiben, also in Wohnungen etc. Ich mache jetzt mal auf. Ich habe jetzt hier, dass man mal sieht, eine 11 Kilo Flasche. Die setze ich jetzt mal so rein und schließt sie mal an. So. So, ich mache mal die Flasche auf. Bitte dran denken, dass ihr das Ganze noch abdrückt, dass es auch dicht ist. Ich werde jetzt mal die Garage öffnen, dass da Frischluft kommt. Dann mache ich mal die Lichter ein bisschen aus, dass man es besser sieht. So, dann nehmen wir das Licht auch mal weg. So, dann gehe ich mal hoch. Nehmen wir noch eine kleine Lampe. So, leuchtet es mal an. Und jetzt werde ich mal das Gerät zünden. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Ich drehe mal hier auf, drücke. Und mal auf die Seite. Und geht sofort an. So, muss man einen Augenblick warten.
Jetzt drehe ich das mal auf. Mach mal hier zu. Machen wir mal das Licht hier aus. So. Dann mache ich mal das Licht ganz aus. Mal gucken, ob man da was sieht. So. Und jetzt drehe ich mal die Leistung ein bisschen höher. Mach wieder zu. Das sieht man nicht so richtig. Fast schon zu dunkel. Ich gehe mal mit der ISO ein bisschen hoch vielleicht, dass es noch ein bisschen besser wird, ein bisschen besser sichtbar wird. So, machen wir nochmal das Licht aus. So, jetzt müssten wir es eigentlich sehen. Ich muss mal oben das Blinklicht ausmachen. So, jetzt müsste man eigentlich schön sehen, wie der Strumpf glüht. Und ich glühe eigentlich auch schon. Schon extrem warm. So, und gut, das war jetzt der Funktionstest. Funktioniert das Ganze? Was mir auch gut gefällt ist, ich mache jetzt wieder mal Licht an, mache mal aus, dass die Garage jetzt nicht voll stinkt. Gleich die Flasche zu. So, abgedreht ist. So, dann machen wir mal wieder Licht an. Das wäre Licht. Dann müssen wir mal die ISO wieder ein bisschen runterschrauben. So. Ganze Licht ist an. Ich tue mal den hier weg, dass der nicht stört. Jetzt möchte ich nochmal die Funktion zeigen von diesem Hitzeschild oder auch Windschutz, wenn man draußen ist, geht mal zum Wind. Und zwar, wenn man da hinten die Schrauben hier öffnet, dann kann man das Ganze hier so hochfahren. Ah, geht ganz schön straff. Jetzt. So. Man kann das hier sichern. Ich denke, wenn das ein paar Mal gemacht ist, funktioniert es gut. Was mir auch gut gefällt ist, durch diesen Griff muss man natürlich aufpassen, dass man nicht oben hinlangt, wenn es heiß ist. Hat man die Möglichkeit mit der Flasche das Gerät, ich muss ein bisschen aufpassen, weil es jetzt heiß ist. Also wenn er kalt ist, kann man den hier mit der 11-Kilo-Flasche schön bewegen. Gut, das war jetzt mein Aufbau und erster Test von diesem Enders Terrassenheizer, dem Polo 2.0. Und vom Platz her habe ich auf jeden Fall was gewonnen. Und ich hoffe, das Gerät bewährt sich auch. Wir werden natürlich in Zukunft berichten. Und jetzt wird erstmal die Werkstatt aufgeräumt und der ganze Müll entsorgt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.